schnell in die Hände kriegen. Und wow, okay. Oh, yes. Okay. Yo, 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 Leute, was geht ab? Und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es mir auch schon an. Ich habe mal wieder ein fettes Grinsen im Gesicht, denn wir haben hier zwei Sachen auf dem Tisch. Einmal ein neues Smartphone und einmal mein Unboxing-Messer. Deswegen packen wir auch mal wieder ein neues Smartphone aus. Und nicht nur irgendeins, sondern an diesem Smartphone ist etwas wahnsinnig Cooles dabei. Zum einen hat es einen großen Akku, aber es ist endlich mal erschwinglich. Das kostet jetzt nämlich nicht 800, 900 oder 1000 Euro. Nein, man bekommt hier ein bezel-less Smartphone, also ohne Display-Render für 200 Euro. 200 Euro. Und deswegen schauen wir es uns genauer mal an und bleibt auch noch kurz bis ans Ende dran, denn ich habe eine kleine Ankündigung für euch. Also jetzt schauen wir mal das Gerät an und am Ende sage ich dann, was ich damit gemeint habe. Das hier ist das Maze Alpha. Alpha bedeutet ja eigentlich im griechischen Alphabet der erste Buchstabe. Alpha steht für etwas Neuem, für etwas das Erste und so weiter. Wir werden da sehen, ob sie auch eine zweite Version und so weiter machen können. Maze ist auf jeden Fall ein Hersteller, den habe ich früher mal irgendwann mal gehört und dachte mir, das ist so ein No-Name-Hersteller, da fasse ich jetzt erstmal nichts davon an. Aber was sie damit gemacht haben, ist eigentlich schon erste Klasse. Schwarze Verpackung, gar nicht so weiter irgendwie spektakulär. Auf der Rückseite sehen wir, was uns da genauer erwarten kann. Und zwar haben wir ein 6 Zoll bezel-less Smartphone. Das bedeutet ein riesiges Display und auch noch randlos. Wir werden es auch genauer sehen, wie cool das dann nachher auch wirkt. Weiter haben wir den Helio P25 Prozessor mit verbaut. Das ist nicht so der wahnsinnig schnellste auf dem Markt. Aber man darf nicht vergessen, 200 Euro muss man für dieses Smartphone nur bezahlen. Und da will ich erstmal ein Smartphone sehen, das wirklich auch für 200 Euro mehr bieten kann. Ansonsten haben wir eine Dual-Kamera-Linse verbaut. Einmal 13 Megapixel, einmal 5 Megapixel. Wie die dann meistens ist, naja, ich habe jetzt mal nicht ganz so viele Hoffnungen, weil viele, viele Smartphone-Hersteller im unteren Preissegment vernachlässigen einfach die Kamera. Dann haben wir 4 GB RAM, bedeutet einen ordentlichen Arbeitsspeicher. Es ist 2017, da sollte eigentlich 4 GB dabei sein. Interner Speicher mit 64 GB. Android N wird ausgeliefert, also mal sehen, ob es irgendwann auch für Android Oreo, also 8.0, dann irgendein Update geben wird, das weiß ich noch nicht. Ansonsten USB Typ C mit dabei und ein fetter Akku mit 4000 mAh. Bin ich mal gespannt. So, das hört sich alles erstmal sehr, sehr cool an. Die Verpackung ist jetzt auch nicht so die allerschlechteste, die ich bisher in den Händen hielt. Und dann muss ich schon auch sagen, dass es schon auch irgendwie Spaß macht, solche Geräte auszupacken. Es ist fast wie Weihnachten. Hier an der Seite haben wir so einen kleinen Magneten, mit dem das verschlossen wird. Und ansonsten haben wir hier die silberne Alpha-Aufschrift und hier unten noch der Hersteller mit aufgedruckt, also Maze. Genau, so. Ich habe das jetzt in der Farbe schwarz und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Der Magnet funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn wir es jetzt aufklappen, es springt uns schon entgegen, das Smartphone, und boah, kommt nur raus. Ich klappe das Ganze mit dem Pappteil auch mit raus, damit auch das Smartphone gleich da ist. Wir haben es dann gleich hier auf die Seite. Es ist schon riesengroß, muss man ehrlich sagen. Dann haben wir hier noch ein dickes Büchlein mit dabei, was auch nochmal die silberne Aufschrift mit Maze drauf hat. Und auf der Rückseite ein SIM-Eject-Tool wird beigeliefert. Schauen wir kurz rein, was dann sonst noch drin ist. Wir haben hier nämlich, oh, okay, sogar zwei, okay, nice. Wir haben ja natürlich ein fettes Display und deswegen sind ja gleich zwei Panzerglasfolien mit dabei. Das ist richtig gut, weil wo zum Henker soll ich denn sonst solche Panzerglasfolien für das Gerät herbekommen? Deswegen richtig cool, dass die das mitgeliefert haben. Und noch ein dickes Büchlein ist mit dabei zum Durchlesen und so weiter. Und der Garantiebeleg ist auch mit dabei. So, das legen wir auch noch kurz auf die Seite. Dann haben wir ein Standard USB Typ C Kabel in weiß, ist in Ordnung. So, und das Ladestecker. Power Adapter steht da drauf, Output 5 Volt, 2 Ampere. 2 Ampere hört sich nice an. Also da habe ich schon sicher Schlimmeres gesehen für 2017 und 200 Euro. Also das ist ganz ordentlich. In der Verpackung ist sonst nichts mehr dabei.
Und, okay, und dann schauen wir uns das Gerät mal jetzt genauer an. Wir haben hier jetzt nämlich ein riesengroßes Display und ein echt fettes Gerät. Fett in jeglicher Hinsicht. Schaut euch das Ganze mal an. Es ist wirklich ordentlich, es ist nicht klein, alles andere als klein, aber wir haben ja auch ein riesengroßes 6 Zoll Display. Weil halt eben oben und an den Seiten der Rand natürlich deutlich gering gehalten wurde, muss natürlich alles, was man an Funktionen braucht, unten auf diese Unterseite gelegt werden. Hier unter anderem ist auf jeden Fall die Kamera rechts verbaut. Das heißt, für Rechtshänder wird es natürlich ein bisschen dumm, weil der Handballen wahrscheinlich jetzt auch die Kamera verdecken würde. Naja, das wird man nachher auch im Test sehen. Weiter haben wir hier einen Home-Button, der auf jeden Fall einen Fingerabdrucksensor mit dabei hat. Und ansonsten dürften da noch ein paar Tasten mit dabei sein. Wie sie jetzt die Hörmuschel da hinter dem Display so klein hingekriegt haben, ich glaube, das kriege ich so nicht hin. Das blende ich euch auf jeden Fall mal ein, dass sie es wirklich einen klitzekleinen Schlitz offen gelassen haben über dem Displayrand, damit wir auch was hören können, wenn wir das Handy so noch am Ohr haben. Gute Idee eigentlich. Auf der Unterseite haben wir Freibohrungen für die Lautsprecher und das Mikrofon. Und wenn ich mir das Gerät so betrachte, sieht es schon echt hochwertig aus. Es ist wie so aus einem Guss alles. Auch die Antennenstreifen haben sie sehr gut überdeckt quasi. Sieht man nur noch sehr leicht. Und es ist eine Glasrückseite. Bedeutet aber nicht, dass da Wireless Charging mit dabei ist. Das kriegt man leider für 200 Euro nicht her. Aber die Glasrückseite fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Die Dual-Linse steht aus dem Gehäuse etwas raus. Damit dürfte es heißen, dass ich, ja, okay, ihr hört's. Wenn ich auf der einen Seite auf dem Display drücke, dann neigt es ein bisschen, aber es ist wirklich nur auf der unteren Seite. Wenn ich auf der Seite irgendwo was drauf drücke, passiert nichts. Das heißt, dieses Wippen, weil auf der oberen Seite bei der Kamera natürlich etwas hervorsteht, ist nur minimal. So, und dann ziehen wir das Ganze mal von der Folie ab. Hört sich nice an. Und ja, das sieht cool aus. Und Vorderseite auch nice. So, dann schalten wir das Ganze mal ein und dann kann ich euch endlich mal zeigen, was denn so ein 6 Zoll großes Display in einem Gehäuse, das eigentlich handlich ist, naja, nicht so ganz handlich, aber es ist halt auf jeden Fall mit kleinen Displayrändern, was halt so ein 6 Zoll Gerät drauf hat. Ich muss sagen, ich habe das ja schon bei Kilian gesehen, da hatte ich das Smartphone aber schon bei mir zu Hause, wusste, dass ich einfach noch keine Zeit hatte, weil ich auf der IFA war. Aber ich wollte das unbedingt auch schnell in die Hände kriegen. Und wow, okay, oh yes, okay. Es ist riesig, aber wo sind die Displayränder? Wo das wir nicht zaubern kann. Schon nice, okay. Es wirkt schon echt cool. Und ich will damit ganz kurz ein bisschen rumspielen. Ich mache das jetzt, ich schalte das jetzt mal nur noch auf Deutsch. Und starte das sofort. Ich will euch eigentlich nur noch kurz zeigen, dass die Kamera, ob die gut ist oder nicht, weil das ist meistens immer das, was die meisten Leute dann eigentlich interessiert. Komm schnell weiter. Okay, ich habe das Gerät jetzt eingerichtet und bin nur in die Kamera ins Menü gegangen und muss auch schon sagen, okay, das erinnert mich an so ziemlich an jedes andere 200 Euro Handy aus China. Also gerade so dieses Umi Super, Umi Z und so weiter. Wobei das Umi Z war ein bisschen besser vielleicht. Aber der Autofokus, ja, es ist nicht der allerschnellste, aber er reagiert. Und wenn ich genügend Zeit habe und fokussieren kann, dann kommen da sicher auch ordentliche Fotos dabei raus. Ich mache euch jetzt mal dieses Mal kein Foto, weil nämlich jetzt komme ich zur Ankündigung. Denn ich habe mir jetzt etwas überlegt, weil ich ja sowieso ein paar Tage Zeit hatte. Ich mache heute das Unboxing, aber morgen kommt auch schon das Review. Das bedeutet nicht, dass ich es nur einen Tag genutzt habe, aber ich werde einfach das Unboxing nicht so lang
hochladen, bis ich fertig bin mit dem Review. Wahrscheinlich wird heute Samstag sein und morgen könnt ihr auch gespannt sein. Da kommt nämlich um dieselbe Zeit wie heute ein Video, nämlich das ausführliche Review. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert noch kurz den Kanal, dann seid ihr die Ersten, die morgen das Review sehen werden. Da sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, see you.